Ich bin Maxi. Ich bin Steffen. Ich bin Eike. Und wir sind Deal. Und ihr seht MixTV. Ich bin Steffen, ich spiele bei Gitarre. Ich bin Eike und ich spiele halt Schlagzeug. Ich spiele bei Deal Gitarre und sing. Ich bin Maxi, ich spiele Bass, nur Bass. Ja. Ich bin in der 7. Klasse mit Eike zusammen in einer Klasse gewesen und dann haben wir halt drüber geredet, mal Musik zu machen. Und dann haben wir uns einfach mal getroffen, ein bisschen zusammen Musik gemacht und Maxi, der ging damals noch in Osterholz auf der Gesamtschule. Dann mein Vater ist der Lehrer und dann haben wir meinen Vater mal gefragt, ob da an der Schule irgendwer ist, der Bass spielt. Und dann hat er uns Maxi vermittelt. Alternative Rock oder so. Also, ich weiß auch nicht genau, wie man das beschreiben soll. Wir haben so eine bisschen eigene Musik. Singt ihr nur Englisch oder habt ihr auch deutsche Lieder und warum Englisch? Ja, also eigentlich ausschließlich englische Stücke, weil man, also weil ich finde, die englische Sprache, die klingt, da, also die hat einen besseren Klang als die deutsche Sprache, da kann man so Gefühle und sowas besser mit ausdrücken. Hattet ihr schon irgendwelche Angebote? Nee, eigentlich leider noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir sind öfter mal in der Scheune in Bobswede aufgetreten und im Kurz in Osterholz, dann noch auf so einem Open Air in Osterholz und halt mal in der Music Hall, das war unser größter Auftritt. Also wenn man auf der Bühne steht und irgendwie das Publikum auch mitgeht, dann verfällt man irgendwie in so eine Art Trance und dann, weißt du, bewegt man sich völlig anormal, also wie man sich sonst gar nicht bewegen würde, aber das ist halt, man kommt völlig in dieses Musikfeeling rein und wird halt irgendwie mitgerissen. Also die Musik zu den Liedern, die entsteht meist im Proberaum, wenn wir so irgendwie ein bisschen, einfach nur ein bisschen rumjammen, also einfach so drauf losspielen, dann, oder irgendwer bringt eine gute Idee von zu Hause mit und die Texte, die schreibe ich eigentlich immer und das sind halt meist so, ja, Emotionen und Gefühle und Situationen, die man halt manchmal vor Augen hat oder die man selbst erlebt hat. Herzschmerz, Angelegenheiten oder so, aber zum größten Teil über Welten und tiefe Depressionen, zum größten Teil. Meine Vorbilder sind Rage Against the Machine und Nirvana, würde ich sagen. Persönlich finde ich Soulwax, glaube ich, kennt niemand außer mir, und Radiohead ganz gut und Rage Against the Machine, das sind so meine Vorbilder, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist eine gute Frage. Skunk Anansie und ja, Rage Against the Machine auch. Ja, das sind zum und Placebo. Das wäre halt natürlich schon ganz geil, wenn sich irgendwas mit der Band so ergeben könnte. So ein bisschen, dass man halt Geld hat, um über Wasser zu bleiben. Aber wenn nicht, so, dann muss man halt irgendwie einen anderen Weg suchen. Aber wäre halt schon ein Traum.
Wie alt seid ihr eigentlich? 16. 18? 16. Gerade letztes Jahr, im Oktober war das? November. November. Da haben wir eine CD mit vier Stücken, vier Liedern, fünf. fünf Liedern. Und ja, das ist unsere bisherige, ja. Okay, dann verlosen wir eine CD von Deal. Wer Interesse hat, soll uns schreiben. An welches Tier denkt ihr zuerst, wenn ihr Eike seht? Ich sag da jetzt nichts. Das war schon ganz gut. Das war die beste Antwort gewinnt außerdem mit der CD noch ein Abendessen mit uns zusammen. An welches Tier denkt ihr, wenn ihr Eike seht? Bitte mit Begründung. Ich bin Maxi. Ich bin Steffen. Ich bin Eike. Und wir sind Deal. Und ihr seht Mix TV. Richtig.